TikTok ist der neue Stern am Social-Media-Himmel und kann für viele Unternehmen sehr, sehr spannend sein. Deswegen zeige ich dir in diesem Video hier, wie du ein TikTok-Profil anlegst, was du dabei beachten musst. Auf geht's! So, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht's zum ersten Mal um TikTok. Und ich will mit dir mal die einzelnen Schritte durchgehen, wie du so ein TikTok-Profil anlegst und was du dabei auch beachten musst. Und auf geht's! Ich mache gerade viel mit TikTok für verschiedene Unternehmen und da werde ich jetzt eine Reihe von Videos zu machen, wo ich dir auch ein paar Tipps verrate, wie du so ein Profil aufbaust, was du beachten musst. Also sei gespannt, in den nächsten Wochen werden hier ein paar Videos kommen. Das ist jetzt das erste Video, wo ich dir ganz einfach zeige, wie du so ein Profil anlegst. Und ich schmeiße jetzt hier mal wieder meinen Bildschirm drauf. TikTok ist wie Instagram auch eine App. Es gibt auch eine Desktop-Anwendung, also du kannst TikTok auch auf deinem Laptop oder auf deinem PC öffnen. Ich würde dir allerdings empfehlen, die App zu verwenden, die hat deutlich mehr Funktionen und ist deutlich einfacher zu nutzen. Wenn du also die App runtergeladen hast, das kannst du im App Store oder im Google Play Store machen, dann wirst du direkt empfangen mit einem Screen, wo du dir dein Profil anlegen kannst. Und jetzt gibt es verschiedene Wege, dein Profil anzulegen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, mit der Handynummer oder mit einer E-Mail-Adresse loszulegen. Du kannst, wie wir das kennen, mit Facebook loslegen. Du kannst mit deiner Apple-ID loslegen. Du kannst aber auch mit Google oder mit Twitter dich einloggen. Du hast hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, entweder bestehende Logins zu nutzen oder einen eigenen zu machen. Ich persönlich nehme jetzt einfach die Google-Variante, aber das macht keinen Unterschied. Da kannst du wirklich auswählen, welche Variante du auswählen möchtest. Und irgendwann, wenn du durch diesen Google-Anmeldeprozess durch bist, landest du an dieser Stelle hier. Und der erste Step ist, dass du dein Geburtsdatum eingeben musst. Das mache ich einmal. Mein Geburtsdatum, da sehe ich hier unten, kann ich das auswählen, ist der 14. Februar 1989. Zack. Und wenn ich da unten an den Drehrädchen was ausgewählt habe, dann kann ich oben mal weiterklicken. Und dann kommt die nächste Frage, die mir gestellt wird. Erstelle einen Benutzernamen. Hier muss ich mir jetzt einen Benutzernamen anlegen. Also ich muss mir überlegen, mit welchem Namen ich dort erscheinen möchte. Hier, das ist dieser sogenannte Ad-Handle. Also das ist das, was du von Instagram schon kennst, was hinter diesem Ad-Zeichen ist oder bei Facebook auch. Wenn du das Ganze jetzt für dich als Creator, für dein Unternehmen erstellst, dann achte darauf, dass du im besten Fall den gleichen Benutzernamen verwendest wie bei Instagram und bei Facebook auch. Weil so können natürlich deine Fans sich ganz einfach finden und sich mit dir identifizieren. Der Benutzername ist in der Regel, wenn du ein Creator bist, dein Creator-Name und wenn du ein Unternehmen bist, dein Unternehmensname beziehungsweise wenn du mal eine Marke bist, deine Marke. So, ich habe jetzt einfach mal eingegeben, Feli TikTok 01, da kam, das habe ich so durchbekommen, jetzt kann ich hier sagen, registrieren. Und jetzt ist mein Profil auch schon erstellt. Also damit bin ich jetzt erstmal drin und kann mich über meinen Google-Account immer wieder einloggen. Also wenn du raus bist aus der App, kannst du ganz einfach über Google wieder reinkommen. Und jetzt wollen wir das Profil natürlich noch bearbeiten. Zuallererst gibt es hier oben das Profilbild. Wenn du das Profil bearbeiten möchtest, kannst du ganz einfach hier auf Profil bearbeiten klicken und kannst dort zum einen Profilbild anlegen. Je nachdem, für was dieses Profil ist, entscheidest du dich auch, was du dort als Bild reinpackst. Eine Marke packt dort immer das Markenlogo rein, das ist die eindeutige Identifikation. Als normaler User, Userin kannst du dort reinpacken, was du möchtest. Wenn du Creator bist, dann kannst du dort einfach ein Bild von dir reinpacken, weil dann ist meistens das Gesicht die eindeutige Identifikation. Du kannst ja sowohl ein Foto reinpacken als auch ein Video. Videos ist natürlich immer ganz nett, weil sich dann ein bisschen mehr bewegt. Dann gibt es einen Namen. Es gibt auch hier, wie wir das schon aus Instagram kennen, zum einen den Benutzernamen, also das, was hinter dem Ad steht, wo es keine Leerzeichen gibt, nur kleine Buchstaben aneinander gehangen, Unterstriche und Zahlen. Und der Name ist tatsächlich der richtige Name. Da kannst du jetzt deinen kompletten Namen eingeben, den kompletten Namen von dir oder den kompletten Namen von deiner Marke eingeben. Darunter der Benutzername, den haben wir gerade angelegt. Darunter findest du den Link zu deinem TikTok-Profil. In meinem Fall wäre das jetzt tiktok.com/@feli_tiktok1. Über diesen Link kannst du dein TikTok-Profil erreichen. Wenn du also jetzt auf deiner Webseite dein TikTok-Profil einbinden möchtest, dann musst du einen Link setzen, der genau zu dieser Adresse führt. Darunter kannst du eine Biografie einfügen, auch das kennen wir schon von Instagram. Zack, hier hast du jetzt 80 Zeichen Platz und in diesen 80 Zeichen kannst du was über dich schreiben, über deine Marke, über dein Unternehmen, was du dort entsprechend platzieren möchtest. Das funktioniert eigentlich auch genauso, wie wir das von Instagram kennen. Der User, der dich spannend findet, klickt da drauf, guckt sich dein Profil an und möchte natürlich wissen, was du machst und wer du bist. Und das kannst du hier eingeben, hast 80 Zeichen Platz, dort eine kurze, knackige Beschreibung von dir reinzupacken.
Darunter kannst du das Ganze jetzt mit Instagram und mit YouTube verlinken. Auch das ist eine ganz gute Funktion, um deine einzelnen Profile zu vernetzen. TikTok hat das Ziel, dass die User lange in der App drin bleiben. Deswegen wandern ganz, ganz wenige User über diesen Button ab in dein YouTube oder in dein Instagram-Profil. Trotzdem ist es immer sehr, sehr empfehlenswert, gerade wenn du große Accounts hast, die auch miteinander zu vernetzen. Das kann tatsächlich auch dazu führen, dass dein Account verifiziert wird, wenn eins deiner Profile, was du hier reinpackst, auch verifiziert ist. Das war es auch schon zum Profil. Hier unten hast du drei Bereiche. Dieses erste Icon, da siehst du nachher deine Videos, die veröffentlicht sind. Im zweiten Icon, da siehst du nachher Videos, die du auf privat gestellt hast. Also Videos, die du nicht veröffentlichen wolltest, die du aber in deiner App damit gespeichert hast. Und in diesem Herz, da kannst du sehen, welchen Videos du ein Like gegeben hast. Das können aber andere nicht sehen. Das heißt, nur du kannst sehen, welche anderen Videos du geliked hast. Wenn du da nochmal die anschauen möchtest oder nochmal ein Video suchen möchtest, kannst du das an der Stelle finden. Jetzt hast du hier oben die drei Punkte, zack, und hier kommst du in all deine Einstellungen rein. Also ich gehe nochmal eins zurück, diese drei Punkte da oben, wenn du da draufklickst, kommst du in deine ganzen TikTok-Einstellungen rein, kannst dein Konto verwalten, kannst deine Datenschutzeinstellungen eingeben und alles anpassen, so wie du es haben möchtest. Was jetzt noch ganz wichtig ist, wenn du nicht einfach nur User oder Userin bist, sondern wenn du das Ganze wirklich für dein Marketing nutzen möchtest, dann empfehle ich dir, das Ganze zu einem Pro-Konto zu machen, weil du damit viel, viel mehr Analysedaten bekommst und viel, viel mehr Möglichkeiten hast. Also, wenn du einfach nur Content konsumieren möchtest, dann bist du bis dahin fertig und kannst einfach loslegen und kannst Content konsumieren. Wenn du eine Marke bist oder wenn du wirklich Creator bist und dort entsprechend dein Content platzieren möchtest, dann empfehle ich dir die Pro-Version. Die ist kostenlos, also damit kommen keine Kosten auf dich zu. Bietet aber ganz viele zusätzliche Funktionen. Und das zeige ich dir jetzt auch noch. Dann klickst du einfach hier oben auf Konto verwalten und hast dann unten schon die Auswahl zu Pro-Konto wechseln. Zack! Und damit landest du hier in diesen beiden Auswahlmöglichkeiten. Ersteller ist klassischer Creator. Also das, was wir kennen aus dieser ganzen Influencer-Szene. Wenn du Content erstellen möchtest, aber kein Unternehmen bist, dann wählst du diese Ersteller-Variante. Also wenn du Videos machst, wenn du Tutorials machst, dann würdest du entsprechend die Auswahl Ersteller wählen. Wenn du ein Unternehmen bist, wenn du eine Marke platzieren möchtest, dann wählst du die Auswahl Unternehmen. Ich gehe jetzt in dem Fall mal auf die Unternehmensauswahl. Zack! Jetzt ist ganz wichtig, an der Stelle eine Kategorie auszuwählen, die am besten zu dir passt. Weil auch da wieder alle Informationen, die wir der App geben, helfen TikTok an der Stelle herauszufinden, für wen diese Inhalte interessant sein könnten. Und deshalb wähle hier eine Kategorie aus, die am besten zu dir passt. Also, wir haben jetzt zur Auswahl Kunst, Beauty, Marke, Bildung, Elektronikgeräte, Film, Fernsehen, Fashion, Finanzen, Speisen, Getränke und. Wir haben hier ganz, ganz viele zur Auswahl. Also versuch dort was auszuwählen, was am besten zu dir passt. Wenn du also eine Marke bist, dann hast du hier die Auswahl Marke, die du treffen kannst. Zack, also für alle, die eine Marke sind. Wenn du zum Beispiel einen Beauty-Salon positionieren möchtest, einen Friseursalon oder ein Nagelstudio, dann würdest du auf Beauty gehen. Wenn du zum Beispiel Apple bist und iPhones herstellst oder du bist Samsung und erstellst Elektrogeräte, dann würdest du auf Elektronikgeräte gehen. Und wenn du ASOS, About You oder Zalando bist, dann wärst du Fashion zum Beispiel, um euch mal so ein paar Ideen zu geben, was du dort auswählst. Also wähle eine Kategorie, die am besten zu dir passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einfach die Grundlage im Marketing, dich richtig zu platzieren. Deshalb auch hier versuch eine Kategorie zu wählen, die am nächsten an dem dran ist, was du dort positionieren möchtest. Dann gibt es hier unten den Weiter-Button. Zack. Und jetzt heißt es Willkommen in deinem Konto und das war's auch schon. Und der Unterschied, was jetzt neu ist, ist, dass ich ganz, ganz viele zusätzliche Funktionen bekomme. Was noch wichtig ist zu der Auswahl, wenn du die Auswahl triffst zwischen Creator oder Unternehmen. Am Ende ist das zum einen wichtig für den Algorithmus, dass er natürlich erkennt, was du dort machst. Zum anderen gibt es aber, je nachdem, ob du Creator oder Unternehmen bist, unterschiedliche Funktionen. Es gibt nämlich von TikTok mittlerweile sogenannte Erstellerfonds, die für die Creator-Szene sogar eine Bezahlmethode eingeführt haben. Also es gibt entsprechend Budgets, die von TikTok zur Verfügung stehen. Wenn du ein gewisses Wachstum in TikTok erreicht hast, dann wirst du von TikTok für diese Erstellerfonds freigeschaltet und kannst tatsächlich mit deinem Content auch Geld verdienen. Für Unternehmen wiederum gibt es andere Funktionen, deshalb ganz, ganz wichtig, dass du dort die Auswahl triffst. Creator sind alle, die Inhalte kreieren und damit auch für diese Erstellerfonds in Frage kommen. Unternehmen bist du, wenn du eine Dienstleistung anbietest, wenn du ein Produkt anbietest oder wenn du eine Marke bist. Und in dem Moment, wo du jetzt in den Pro-Account gewechselt bist, kannst du auch schon sehen, wenn du jetzt oben auf die drei Punkte gehst, hast du diesen Reiter Unternehmen neu dazu bekommen. Zack.
und hast dort die Auswahl Analyse. Wenn du auf Analyse draufklickst, siehst du jetzt ganz, ganz viele Analysedaten und Auswertungen. Das dauert tatsächlich eine Weile, bis das mit Daten beladen ist. Es kann sogar eine Woche und länger dauern, bis TikTok da genug Daten hat, die dort entsprechend in dieser Übersicht landen. Und damit kannst du dann aber auch noch präziser dein Timing wählen und auch dein Content aussteuern, so wie es entsprechend für deine Zielgruppe passt. Das war mein erstes Video zu TikTok. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was gebracht. Wenn dich TikTok interessiert, wenn du mehr zu TikTok wissen möchtest, schreib mir gerne einen kurzen Kommentar und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video hier wiedersehen. Viel Spaß mit TikTok!